Ja, und damit hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Wir befinden uns nun auf O7. O7. Und wir fahren direkt auf eine Insel zu, wie man sehen kann auf der Karte. Und dann ist ja jetzt die Frage, ob wir dann einfach auf die andere Seite hinübersegeln. Und dann einmal quer durchfahren, Inseln erforschen, ja, neue Seewege erforschen, Geisterschiffen davonfahren, Schätze plündern und. Und das entscheidet dann alles ihr, natürlich. Ja. Das entscheidet natürlich ihr. Sobald ihr hört, entscheidet, ja, sagt mir, soll ich es machen oder soll ich lieber anders fahren? Oder soll ich selber entscheiden? Ja, dann schreibt das einfach in die Kommentare in diesen beiden Folgen. Und dann werde ich das tun, was natürlich in die Kommentare steht. Oder wenn nichts drin steht, werde ich es einfach selbst entscheiden. Auf was ich so Lust habe. Und, fahren wir jetzt nicht auf eine Insel zu? Die Karte zeigt mir eine Insel an, aber ich sehe hier nichts. Ich sehe komischerweise nichts. Ploppt die jetzt gleich vor uns auf wie so eine. Das ist einfach eine Fata Morgana. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das, Freund? Ich kann nichts tun! War das? Oh oh. Was war das? Was ist das? Bilder weg. Eine ganz komische Sache hier. Ich fahre ein bisschen weiter. Ich fahre da raus aus diesem komischen Ding. Das war gerade ganz komisch. Da hinten ist eine Insel. Da fahren wir hin. Alter. Das war gerade wie, als würde ich... Als wäre ich so eingesogen worden. Zeigt, dass wir uns hier nicht aufhalten sollten, oder... Ich weiß auch nicht, was uns da vorne auf dieser Insel erwartet, ob wir gleich beschossen werden von irgendwelchen komischen... Es gibt ja hier auch Elementare, Feuer, Wasser, was auch immer. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war das gerade sehr, sehr komisch. Und wir hatten auch so ein ganz komisches Zeichen da an der Karte. Ich konnte bloß nicht sehen, was es war. Wie so ein Herz, das so... Ganz komisch. Hat mir gerade richtig Angst gemacht. War das vielleicht das Zeichen so, hey, ihr fahrt gerade in Richtung Ende der Welt? Seht ihr, was das ist? Das ist ein Null. Wir sind hier angeblich mitten auf einer Insel. Oder ist das ein unterirdischer Schatz oder sowas? Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Aber es macht mir gerade ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil es mich so wirklich so ganz kurz so von diesem Steuerrad weg hatte und ich konnte nicht mehr hinlaufen. Diese Insel sieht aus, als wären da, wäre da ein Leucht. Zwei Türme? Aus wie zwei Leuchttürme. Ich weiß leider nicht, ob man das in der Aufnahme sehen kann, aber das sieht aus wie eine Stadt. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dass wir da jetzt genau dahin fahren. Sollte irgendwas auf uns schießen, Freunde. Irgendwas kommen. Ich bin sofort weg, ne? Ich gebe Hacken Gas und fahre irgendwo anders hin, andere Richtung oder sowas. Direkt irgendwo hin. Ich weiß nicht, dieses berühmte Bermuda-Dreieck hier. Sieht aber so aus, als wäre das irgendwie unterirdisch. Wenn einer von euch weiß, was das ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was das ist und was das war. Vor allem, was mich da von meinem Steuer weggerissen hat. Das ist auch nicht gut. Das sind rote Geisterschiffe. Sind böse. Ich glaube, sie haben mich nicht gesehen. Die Ecke scheint ja schon ein bisschen gefährlicher zu sein. Vor allem, was die Geisterschiffe angeht. Rot, das ist eher böse. Aber die Neugier ist halt auch da. Und guckt euch das mal an. Hier schon. Ist ja schon eine andere Nummer hier, die Inseln. Sieht aus wie Statuen oder sowas. Hinten, das sieht aus, der Fels sieht aus wie so eine Statue. Das sind Türme. Werden wir uns angucken, Leute. Ich bin neugierig. Wo ist das irgendwo mein Schiff hier parken kann? Wo ich das Gefühl habe, wir sind einigermaßen sicher, laufen auf keine Sandbank. Und es kann hier nichts unser Schiff zerstören. Und dann... werden wir uns mal angucken, was das da ist. Und ich hoffe, dass da nichts passiert. Schlangen. Oh, nein. Nein. Nein, nein, nein. Seht ihr das? Da links sind Feuerelementare, Freunde. Diese Insel werden wir uns nicht antun. Nein, 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 nein. Das ist das ist eine sehr gefährliche Insel. Kann ich mir leider nicht antun. Das ist mir zu gefährlich. Das Elementar braucht nur einmal zu schießen und ich bin RIP. Ich bin RIP. Das werde ich nicht tun. Also es scheint diese Ecke hier schon ein bisschen böser zu sein. Deshalb fahren wir mal hoch in Richtung die 808. Oh, falsche Taste. Probiert die Karte zu machen. Wir fahren hoch in Richtung O8. Und dann können wir ja spontan entscheiden, ob wir wirklich, wie ich schon gesagt habe, einmal rüberfahren nach A7. Ja, das ist eure Entscheidung.
es würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob wir das machen sollen oder nicht. Bedenkt, die Reise wird dann etwas länger gehen. Muss man hier kurz gucken. So müssten wir in Richtung O8 fahren. Ich fahre jetzt halt einfach O8 hoch, damit ich da so ein bisschen einmal außen rum fahren kann. Das sieht schon geil aus da, aber wie gesagt, ich fürchte, dass das so eine Art Dungeon ist oder sowas. Und ich fahre da jetzt nicht zu nahe dran, weil Elementar gesehen habe oder so. So gefährlich. So, ich lerne mal kurz unser Schiff. Machen nochmal extra Betten. Können wir nicht ein paar Betten mehr aufstellen? Segeln. Wind haben wir jetzt nicht. Ich muss noch die Karte gucken. So fahren wir perfekt in Richtung O8. Einfach damit wir uns das mal angucken können. Hier diese Insel. Ich dachte, jetzt könnte auf dieser Insel hin und könnte erstmal so ein bisschen Zeit da verbringen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass wir hier an Land gehen, ne? Wie so ein Palast. Gucken wird's mich ja schon, ne? Aber als ich das Elementar gesehen habe und diese Riesenschlangen, war für mich eigentlich schon klar, lieber nicht. Lass das besser. Das sieht aus wie so Türme, die so zwei Schwerter in der Hand haben. Hat schon was. Ne? Hat irgendwie schon was. Geh mal kurz auf die Karte. Wir fahren noch richtig. Wir haben halt bloß gerade keinen Wind. Wie ist es gerade so in den Nebel liegt, diese Insel? Bedeutet da nichts Gutes. Also wir sollten da definitiv nicht drauf gehen, Leute. Wenn ihr schreibt, ey, geht da mal drauf, geht da mal gucken. Juckt's halt schon, aber ich glaube, dass wir keine 2 Meter weit kommen, ohne dass da was passiert. Könnt ihr mal gucken, wenn ich hier vorne an dem Stein an Land komme, mein Schiff so ein bisschen sicher hinstellen kann. Dann würde ich mein ganzes Equip mal rauspacken und würde mir das doch einmal gerne angucken. Nehm nichts mit. Also wirklich nichts. Geh da nackig hin.
Genau hier gucke ich mal, ob ich hier Anker werfen kann. Okay. Ich kann hier Anker werfen. Okay, Leute. Wir werden Folgendes tun. Dann alles rüberpacken. Nichts mehr an. Ich habe gerade geguckt, wie alt ich bin. So. Und dann werden wir das mal wagen. Von Vin Island. Bin einfach zu neugierig. Ich will wissen, was das hier für eine Insel ist und vor allem, was das hier für ein Palast ist. Ich habe Feuerelementar gesehen, wie gesagt, wir haben Riesenschlangen gesehen und ja, ich könnte natürlich auch gleich drauf gehen. Aber ich bin einfach zu neugierig und solange hier Schweine rumlaufen, vermute ich nicht, dass hier irgendwelche bösen Tiere gerade sind. Da bin ich gerade auch gerade bloß ein bisschen durch, dass ich... Achtung. Was ist das denn? Was ist das denn? Seht ihr das? Was ist das bitte für ein Tier? Das ist so ein riesen Dino oder sowas. Auf jeden Fall sieht es gefährlich aus. Eine gute Nase hat und so ein Zwie. Alter Schwede, was ist das für eine Insel, Leute? Normaler Vogel? Okay, da ist nochmal so ein komischer Vogel. Da ist eine Schlange da hinten. Alter Schwede, ich glaube wirklich, dass es irgendwie so eine Art Dungeon-Insel ist oder sowas. Und was uns auf dieser Insel dann so erwartet und was wir vielleicht bei Tageslicht noch sehen werden und ob wir es überhaupt überleben werden,
Ja, das seht ihr dann alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.